Was sind denn deine Plätze? Was ist denn da überhaupt zu sehen ans Militär? Militär ist was für Jörn oder Dienstbolzen. Was ein besserer Herr ist, der kickt da weg. Die Stiefelkalle, Mensch, die Knobelbecher hast du gesehen. Und die Landslehnen von der Offiziere. Das könnte ich machen, weißt du? Da drin in der Werkstatt haben sie mal auf Maschinenarbeit gelernt. Arbeit? Ich höre mal Arbeit. Lass da nicht mit so was ein. Das verdirbt den Charakter. Wenn sie mal nur lassen, ich glaube, in 2, 3 Jährchen hätte ich eine selbstständige Werkstatt. Quatsch, komm lieber mit den strammen Hund, da verpassen wir uns einen, das baut moralisch auf. Und dann gehen wir rüber ins Café Dallas. Da werden wir schon einen Boss finden, der ein paar Kesse Jungs braucht. Und wenn's erst mal von der Schmiere ist. Nee, du, da hab ich genug von. Da gehst du verschütt wie so ein Oller Mülleimer. Nee, ohne mir. Ich will arbeiten. Und das wiederum ohne mir, Wilhelm. Ja, na, tschüss, Kalle. Tschüss. Lass dich nicht erwischen. Wo willst du denn hin? Nee, Wapschke, mit der Uniform, da stimmt was nicht. Das habe ich im Gefühl. Das ist kein Gefühl, Herr Hauptmann. Das ist bloß die Neuheit. Halten Sie den Rand, Wapschke, widersprechen Sie nicht. Messen Sie mir lieber mal die Gesäßknöpfe nach. Aber Herr Hauptmann. Sehen Sie, Wapschke, Sie haben nicht gedient. Wenn Sie beim Militär so viel widersprechen würden, kämen Sie aus dem Kasten überhaupt nicht mehr raus. Eiern Sie sich nicht über den Feuersaal, Hauptmann. Der ist nicht normal. Aber einen besseren Zuschneider finden Sie nicht in ganz Deutschland. Nee, Herr Wormser, mit der Uniform, da stimmt was nicht. Das ist Stöpfchen, Herr Hauptmann. Sowas kriegen bei mir sonst nur die königlichen Prinzen. Wie so ein frisch gewichster Pferdepopo. Messen Sie mal die Gesäßknöpfe nach. Die sitzen bestimmt nicht vorschriftsmäßig. Aber Herr Hauptmann, man könnte annehmen, Sie wären mit Gesäßknöpfen auf die Welt gekommen. Seien Sie still, Wapschke. Ich sage Ihnen, seit 20 Jahren bei der geringsten Schnodderigkeit fliegen Sie raus. Willi, bring's Maßbuch. Willi, halt dich gerade. Wenn du so weitermachst, kommst du nie zum Militär. Was will denn der Mensch da an der Tür? Sieh mal nach, Willi. Also, wenn man's genau nimmt, haben Sie recht, Herr Hauptmann. Von Ihnen möchte ich erschossen werden. Sie treffen den Flohstich mitten bang in der Mitte. Die Knöpfe sitzen tatsächlich ein Viertelzentimeter zu weit. Hab ich ja gesagt, hab ich im Gefühl. Was wollen Sie denn? Haben Sie was abzugeben? Ich wollte mal nur mal erkundigen. Boss! Besser musizieren aus hier verboten. Und nachher. Helllichten Paare, mein Geschäft. Drehen Sie sich ab, Wormser, lassen Sie lieber die Gesäßknöpfe versetzen. Wird gemacht, Herr Hauptmann. Was Sie wünschen, wird gemacht. Willi, halt dich gerade. Sieh dir einen Hauptmann an. Das ist eine Figur. Der stellt was dar im Leben. Und woher hat er die Figur? Er hat sich gerade gehalten. In der Haltung, in der Form, Schlappheit zart markiert. Schultern ist das hohe Pech gehabt. So was kann jedem passieren. Aber die Gesellen, die sind heute so verdammt ehrpusselig. Alle im Kriegerverein. Immer haben sie es mit ihrer Handwerksehre. Sie würden sie gleich wieder rausbeißen. Nee, das hat keinen Zweck. So leid es mir tut. Solange sie nicht einen polizeilichen Aufenthaltserlaubnis haben. Versuchen Sie es mal bei der Industrie. Da sind sie großzügig.
Wenn meine Frau sich aussieht, wie die dann aussieht, die Beine wie zwei Kiepen, das ist zum Piepen. Haben Sie gesehen? Jawohl, Herr Prokurist. Wo haben Sie gesehen? Bei den Leiber. Beim Leibregiment. Ah, Bayer, recht so. Wann haben Sie gedient? 89 auf 91, Herr Prokurist. Gut, der Mann, wie heißt der Mann? Dem Mann kann geholfen werden. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. An Bene wie zwei Säulen, das ist zum Heulen. Geht in Ordnung. Morgen früh Punkt 7 Uhr angetreten. Schuhfabrik Axelotl, Tempelhof. Sehen Sie mal, lieber Schmielke, man muss mit den Leuten nur militärisch reden, kriegt man knapp und klare Auskünfte. Wie war, Herr Burgerst? Haben Sie gedient? Ich bin in Maschinenarbeit ausgebildet. Ich meine, wo haben Sie gestanden? Gestanden? Ich habe nur gesessen. Waren Sie niemals Soldat? Dazu bin ich erst ja nicht gekommen. Aha. Vorbestraft. Das sage ich lieber jetzt gleich, als dass es nachher rauskommt. Ich denke mir, in der Industrie, da sind sie großzügig. Das kommt gar nicht in Frage, Mann. Ohne richtige Papier kann ich sie nicht einstellen. Die kriege ich ja nicht, solange ich keine Arbeit. Jeder Mann hat seinen Stammrollenauszug tadellos in Ordnung zu halten. Wenn sie gedient hätten, wäre ihnen das in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe gedacht, hier wäre eine Fabrik. Ich habe nicht gewusst, dass das hier eine Kaserne ist. Unerhört! Aus! Also kommen Sie wieder, wenn Sie Arbeit haben. Ohne Arbeit kann ich Ihnen ja keinen Einwohnerschein geben. Nee, das ist ja nur eine Kaffeemühle. Ohne Arbeit kriege ich keine Papiere und ohne Papiere kriege ich keine Arbeit. Ja, das hätte ich früher überlegen sollen. Wer einmal auf die schiefe Bahn gerät. Stimmt. Was heißt hier stimmt? Das mit der schiefe Bahn. Das ist so, wie wenn Sie eine Laus auf eine Glasscheibe setzen. Da kann sie krabbeln und krabbeln, da fällt sie immer wieder runter. Das sind Redensarten, die kennt man schon. Wieso kommen Sie ausgerechnet hierher nach Rixdorf mit Ihrem Ansinnen? Ich habe ja meine Schwester zu wohnen, die Marie. Und da dachte ich mir ja vielleicht, aber da traue ich mir ja doch nicht hin. Na, Ihre Personalakte haben wir inzwischen hergekriegt. Jahre wegen Posturkundenfälschung. Ja, da war ich ein junger DAX-Herr-Wachtmeister. Das ist lange vorbei. Sowas ist nie vorbei, merken Sie sich das. Was hier in Ihren Papieren steht, das ist Ihnen so festgewachsen wie die Nase im Gesicht. Da bin ich mit einem Mädchen aus der Hotelkirchenbranche gegangen. Und ich konnte ihr nie was spendieren. Und die Spendierer, die haben sie mir einfach immer abgespannt. Verstehen Sie? Ach, und da sind sie einfach hingegangen und haben sie die kaiserliche Post betrügerisch ausgeplündert. Ja, hat sich ja nur um 300 Merkel gehandelt. Und ich hab mir gedacht, die spüren das da nicht so bei so einem großen Betrieb. Und dafür 15 Jahre. Bisschen Fille für so ein junges Blut. Darüber steht Sie kein Urteil zu. Nach Verbüßung Ihrer ersten Strafe sind Sie ins Ausland gegangen. Hm. Was haben Sie denn da gemacht? Da hab ich gearbeitet. Ist mir nicht schlecht gegangen. Dann war ich in Böhmen und Bukarest. Warum sind Sie denn nicht da geblieben, im Ausland? Das war dumm von mir. Aber Herr Wachtmeister, da hat noch mal der Mensch seine Muttersprache. Und wenn er nichts mehr hat, dann hat er die immer noch. Ich hab mal eben nach Hause gesehnt. Ich wollte mir nicht in fremde Erde begraben lassen. Das glauben Sie ja nicht, wie schön Deutschland ist. Wenn man ganz weit weg ist und immer nur dran denkt. Und dann sind sie heimgekehrt und haben sich gleich wieder straffällig gemacht. 10 Jahre wegen Passurkundenfälschung. Was ist Ihnen denn da eingefallen? Ja, da wollte ich mal eben die Nase aus Gesicht reißen. Was? Na, wie Sie vorhin gesagt haben. Als Wilhelm Vogt hatte ich nicht mehr zu gewinnen. Habe ich mir gedacht, fängst du als Friedrich Schröder wieder von vorn an. Denken Sie nicht, Sie sehen ja, wohin das führt. Ich habe mir eben nicht so ausgekannt. Ja, also kommen Sie meinetwegen noch mal wieder, wenn Sie Arbeit haben. Aber ich krieg ja keine Arbeit ohne Aufenthalt. Das ist ja wie ein Karussell. Nee, da geben Sie mal einen Pass. Da möchte ich einen Pass, dass ich wieder raus kann aus unserem schönen Vaterland. Ja, so vier Pässe sind wir hier nicht zufällig. Da müssen Sie sich an Ihre Heimatbehörde wenden. Nee, Wilhelm. Bei uns, da bist du abgehängt. Hier kennen wir dich nicht mehr. Hier bist du gestrichen. Na
Das ist ja hier nur meine Heimat. Ich meine, hier bin ich ja auf der Welt gekommen. Ich meine, hier muss ich ja im Taufregister stehen, Herr Schulze. Jede Ortschaft weiter. Die Heimat schämt sich deiner. Ich will ja auch hier kein Denkmal gesetzt haben. Ich will nur meine Zuständigkeit. Unverschämter Kerl! Das fehlte noch, dass solche faulen Brüder sich hier bei uns rumtreiben. Ich will ja nicht hierbleiben, Schulze. Das kannst du mir glauben. Ich will nur ein Papier, dass ich einen Pass kriege, dass ich wieder raus kann. Und das müssen sie mal geben. Das müssen sie. Dir werde ich gleich zeigen, was ich dir geben muss. Tür ans Fass! Hallo, hier! Drehen Sie mal einen Schritt zurück hier. Haben Sie noch nie was von Amtsgeheimnis gehört? Pardon, Herr Wachtmeister. Oberwachtmeister. Oberwachtmeister, pardon. Ich habe ja ein kurzes Auge, aber ich meine, in dem Schrank, da haben sie alles drin, was der Mensch zum Leben braucht. Und ich meine, wenn ich schon keine Aufenthaltserlaubnis kriege und keine Arbeit, dann muss ich doch einen Pass haben, damit ich raus kann. Nun reden Sie mal nicht auf hier. Ja, ich reg mich ja nicht auf, aber irgendwo auf der Welt muss doch ein Platz geben, wo der Mensch hingehört. Sehen Sie zu, dass Sie ein ordentlicher Mensch wären, das ist die Hauptsache. Wer arbeiten will, der findet auch Arbeit. Ein Pass kann ich Ihnen nicht geben. Da schlagen Sie mal aus dem Kopf. Und jetzt ist Feierabend hier. So, dann mache ich Ihnen den Vorschlag. Dann schlage ich Ihnen vor, dass Sie mal gleich express in die Plätze zurücktransportieren lassen. Machen Sie, dass Sie rauskommen! Ja, schon. Wo soll ich denn hin? Hoffenster hat keine Gitter und das ist auch keine Ware nachts. Den Schrank knackst du mit dem gebogenen Zimmernagel. Mensch, Wilhelm, ich verstehe dir nicht. Was willst du denn aufs Polizeirevier in Potsdam? Da haben sie alles, was der Mensch zum Leben braucht. Den ganzen Schrank voll Passgeschichten und Stempel und Amtspapiere. Mensch, Kalle, du musst mir helfen. Alleine komm ich da nicht rein. Ich muss einen Pass haben. Ist da auch eine Kasse bei? Kalle, schläfst du? Wenn da keine Kasse ist. Die kannst du ganz alleine haben, die Kasse. Ich will nur einen Pass. Ich will nur raus. Nur raus. Kalle, hörst du? Ich kann gar nicht mehr schlafen, du. Das geht mal immer im Kopf rum. Kalle, lass mal nicht im Stich. Ich muss einen Pass haben. Ich muss hier raus. Nur raus. Die Hammelblöken. Wir treten zum Beten. Kalle, mach das nicht auffällig. Du bist ein sanften Heinrich. Wenn ich die bürgerliche Gesellschaft am Sonntagmorgen sehe, könnte ich am liebsten der ganzen Welt mit dem nackten Hintern ins Gesicht dorpsen. Und den kriegst du versohlt auf Polizeiwache. Keine Personalbeschreibung. Wir haben was vor heute Abend. Insofern da eine Kasse ist. Mensch, kick mal die da. Hast du denn gar keinen Blutdruck mehr, Wilhelm? Naja, komm rein, Kalle, ich hab noch ein paar Merker. Geh bei ihnen aus. Also, dass ich den Zieher mit Linksherfee noch mache, hätte ich nicht gedacht. Ein Sonntagsmorgensstößchen, wie sich's für einen königlich-preußischen Galahauptmann gehört. Psst, man ist ja inkognito. Ist doch keine Räuberhöhle, ist doch ein ganz ordentlicher Ausschank. Ja, aber für Militär verboten. Nehmen Sie das nicht ein bisschen zu ernst? Offiziersberuf, dauernde öffentliche Verantwortung, hat mein alter Herr immer gesagt. Auf dem bunten Rock kein Stäubchen. Das ist mir Lebensaufgabe. Noch ein Bierchen? Heute. Was ist heute? Heute ist Sonntag, da passt doch keiner auf. Da muss man doch reinhelfen, das Fenster ist für ihn alleine zu hoch. Meinetwegen, Wilhelm, wenn du meinst, dass da eine Kasse ist. Ja, so gegen 10 Uhr nach dem Zapfenstreich. Sieh, Fräulein, kommen Sie mal ein bisschen näher.
Morgenstunde ist aller Laster Anfang. Ach, du meinst wohl müßig Jang hat Jolt im Munde, hä? Die ist richtig, die ist Jolt richtig. Der kostet aber eine Kleinigkeit. Hm? Wenn wir zusammenlegen, zu zweit ist vielleicht Billard. Ja. Na, Kleiner? Gefall ich dir? Ach, danke, Süßer. Auf dein geehrtes Wohlergehen. Na? Hm? Ab und zu mal ganz schön Zivilist zu sein, was? Tag Puppe, Tag Olympia. Ich weiß nicht, man fühlt sich immer ein bisschen schmuddelig. Tag Henny. Woher kennen Sie denn all die Damen hier, Doktor? Aus der Charité, Gesundheitskontrolle. Ah, ist ja auch Pleuresenmieze. Was? Handeln willst du? Noch dazu an Sonntagvormittag, wo jeder anständige Mensch in die Kirche geht? Mensch, du überhaupt mit deinen ägyptischen Ohren und deiner Karbolschnauze kommst bei mir sowieso nicht in Frage. Wenn ich sehe, dann sehe ich mit jenem. Ist doch ein feiner Mensch. Mit denen seine Brille kann man sich doch gebildet unterhalten. Das kannst du nicht machen, Wilhelm. Das ist gegen die Kameradschaft. Wir treten an die Heimatreise. Auf mit einem Riesenwüste. Auch, komm doch bei dich, noch bist du Soldat. Das ist ja bibelwurscht, ja. Morgen ist um mit den 2 Jahre. Oma! Wie helle, wie große Jäger. August, noch bist du Soldat. Guck mal ran, süße Schnecke. Nee, also ihr zwei seid mal zu ausgemickert. Da geht lieber zu Sjade die Kür. Oh, nicht doch auf den Stuhl, komm, setz doch mal auf meinen Schoß. Ich hab so schöne spitze Knie. Noch bist du Soldat. Das ist ja Fiebelwurst, ja. Unerhört, ein Mann vom 3. Garde-Regiment zu Fuß, ein alter Soldat, geschützt. Mischen Sie sich nicht ein, Schleiter, Sie sind ja privat und zivil. Kann das nicht mit ansehen, sowas. Siehst du, wenn einer mit dem Bund in den Fell kommt und blanke Knöpfe, dann ist nichts mehr zu wollen. Das wäre ja gelacht, das wollen wir erst mal sehen. Nee, nee, so wie du aussiehst, wirst du angesehen. Meine Mutter. Nehmen Sie die Finger von der Dame. Die Dame ist meine Braut. Mensch, du hast wohl einen Webefehler. Manoli linksrum. Ja. Haben Sie nicht gesehen, dass die Dame bei mich am Tisch gesessen hat? Dir soll ich wohl die Eisbeine knicken, du nachgemachter Mensch. Dir hau ich auf den Kopf, dass du durch die Rippen kickst wie ein Affe durchs Jetta. So. Oh, warte, das sollst du besen doch. Hier. Warte. Ja, mach ich kalt doch. Warte weg. Auge, seid doch vernünftig. Susig, Mann, Sie sind Soldat. Jawohl, bin ich. Soldat bin ich. Und deshalb hast du mir doch überjagt. Verlasse sofort das Lokal. Ich bin Hauptmann im 1. Garde. Kann ja jeder sagen. Vor mir bist du ein ganz dämlicher Ziviles. Nehmen Sie die Knochen zusammen. Folgen Sie mir. Ganz dämlicher Ziviles. Geh doch nach Hause und zieh doch um, Mensch. Da kannst du mal was erzählen. So nicht doch. So nicht. Vorwärts, los. Ich lass mal nicht anrühren. Nehmen Sie den Mann fest, sofort. Beide mitkommen. Was erlauben Sie sich? Ich bin Hauptmann im 1. Garde-Regiment. Ohne Charge bist du von mir ganz dämlicher Zivilist, bist du. Das ist ja kein Hauptmann. Das war der Hauerei, also müssen wir beide mitkommen. Herr Wachmeister, der Herr ist wirklich Hauptmann. Na, der kann sich gratulieren. Mit dem bunten Rock ist aus. Auch ich mach da nicht unglücklich, noch bist du Soldat. Siehste, Kalle, wie der Mensch aussieht, wird er angesehen. Also heute Abend um 10 Uhr nach dem Zapfenstreich.
Mir auf. Wo ist denn nur die Kasse? Wo kann denn hier eine Kasse sein? In Ostern schreiben. Was ist denn? Da! Figur mittelgroß, Gesichtsfarbe bleich, Haare meliert, Augen. Herrgott, was habe ich für Augen? Was schreibst du denn hier? Schreib das zu Hause. Und die Stempel? Nimmst du mit? Die brauchen sie auch morgen hier. Da ist sie! Über Sonntag entnommen. Scheißdreck, verdammter Scheißdreck. Schreiben wir grau. Himmel, Arschpolente. Hände hoch! Pass auf, Fritze! Verfluchte Kanaille! Au, au, au! Du brichst mir ihren Arm, du Saukerl! Ich zeige dir an wegen Gefangenenmisshandlung. Reisen willst du? Das kannst du haben. Morgen früh um 5 in der grünen Minna. Einstellen, Herrn, Richtung Alex und dann in die Plätze oder nach Sonnenburg. Da können Sie mindestens 10 Jahre Ferien machen. Guck mal, Juste, der Kleine, das ist ein ganz schwerer, ein ganz gefährlicher ist das. Woher willst du denn das wissen? Na, das siehst du doch. Guck mal, Juste, der hat eine weiche Birne. Der flennt ja. Los, los, Kleine. Wenn Sie nur anziehen, Herr Hauptmann, dann haben Sie kein Gefühl mehr. Na, geben Sie mal her. Das ist kein Rock, das ist ein Kunstwerk, Herr Hauptmann. Ein Stück vom Menschen ist das. Sozusagen die bessere Haut. So, bitte. Tja, jetzt sitzt sie tadellos. Ja, alles in Ordnung. Und tragen Sie die Uniform als Herrn Wormser zurück. Ich kann sie nicht brauchen. Er soll sie in Kommission übernehmen. Aber Herr Hauptmann. Plan geändert, Wapschke. Kleine Erbschaft gemacht. Kornklitsche. Bisschen Landwirtschaft treiben, auch ganz schön. Aus mit dem bunten Rock. Och, Sie sollten sich das nicht so zu Herzen nehmen, Herr Hauptmann. Die dämliche Geschichte da im Café National. Was wollen Sie denn, Wapschke? Ich will ja. Das Militär, na ja. Ist ja ganz schön, Herr Hauptmann. Aber es ist doch nicht alles. Die Welt ist groß. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Und wenn einer jung ist und gerade Knochen hat, ich meine, wenn einer so ein richtiger Mensch ist, das ist doch der Hauptsache, nicht? Schon gut, Wapschke. Dankeschön, Herr Hauptmann. Ich meine, der Mensch, das ist doch der Hauptsache, nicht? Vielleicht. Nee. Voll.
Willi, was liest du denn da wieder? Natürlich unterm Strich. Das geht dich die Kultur an, interessiert dich fürs Geschäft und fürs praktische Leben. Die Weber, ein soziales Drama von Gerhard Hauptmann. Dass so jemand Hauptmann heißen darf. Moin, Herr Fähnrichs, Tag, Christian. Euer Bonser. Tag, Pappchen. Danke, Schleinezchen, war ein reizendes Match. Ach, danke, Jans, auf meiner Seite, Gnädiges Fräulein. Ausgesprochenes Pläsiervergnügen. Hoffe auf Wiederholung. Aber, Schleinezchen, als Kürassier gefallen Sie mir viel besser. Ach. Ohne Uniform sind Sie doch bloß eine halbe Portion. Halte mich für morgen und in 4 Jahren bestens empfohlen. Uniform natürlich. Die Herrschaften? Fauler Kopf. Halten knapp, Gustchen. Der denkt nur an den Mitgift. Und komm mal nur nicht plötzlich mit der Verlobung im Tierjahr. Mit Schleinitzen? Ich bin doch nicht plemplem. Guten Morgen, Herr Wormser. Moin, Herr, wie war doch gleich der Name? Obermüller. Dr. Obermüller aus Köpenick. Natürlich, weiß ich doch. Ja, und? Darf ich raten? Darf man gratulieren? Allerdings, es handelt sich diesmal um... Um Ihre Ernennung zum Leutnant der Reserve. Stimmt's oder habe ich recht? Na ja, da wollen Sie natürlich. Ja, eine Offiziersuniform mit allem Zubehör. Nee. Ja, und zwar, wenn es irgend geht, so bald wie möglich. Meine Schwiegermutter kommt nämlich zu Besuch. Stolz kann sie sein, die Frau Schwiegermama. Watschkes Zentimetermaß. Willi, bringt's Maßbuch. Und halt dich gerade, sonst wirst du dein Lebtag nicht, Soldat. Moin. Guten Morgen, Babschke. Also ich sage immer, vom Gefreiten aufwärts beginnt der Darwinismus. Aber der Mensch, der fängt erst beim Leutnant an. Das möchte ich nun doch nicht behaupten, mein lieber Herr Wormser. Aber Herr Leutnant, das schmeichelt doch den Gehörknöchelchen. 32, 64. Herr Leutnant, sind Staatsbeamter, wenn ich nicht irre. Kommunalbeamter, Herr Wormser, nur Kommunalbeamter. Aber ich denke mir, auch auf diesem Gebiet etwa im Rahmen der fortschrittlichen Volkspartei für das großdeutsche Gemeinwohl wirken zu können. Recht so, Herr Doktor. Warten Sie mal. Ich glaube, ich habe was für Sie. Wenn Sie Ihre neue Uniform so dringend brauchen, schlupfen Sie da mal rein. Habe ich für ein Jahr der Hauptmann gemacht. Der Herr hat quittieren müssen. Schlägerei im öffentlichen Lokal und so geht mich ja nichts an. Sie ist noch funkelnagelneu. Ja, ich wollte ja eigentlich nichts Gebrauchtes, mein lieber Herr Wormser. Sitzt wie angegossen, wie für Sie erschaffen. Da und da eine Kleinigkeit. Ich werde Ihnen was sagen, Herr Doktor, die Uniform nehmen Sie. Sehen Sie sich an das Tuch, der Glanz. Da werden Sie sich drin fühlen wie ein königlicher Prinz. Und kostet Sie Billion. Hm. Nicht übel. So eine Uniform hebt doch entschieden. Ich sage Ihnen, die Uniform tragen Sie noch, wenn Sie mal Bürgermeister von Köpenick sind. Oh, ich bitte Sie mal, lieber Herr Wormser. Nein. So weit sind wir noch lange nicht. Und so beschließe ich dieses frohgemute Zukunftsbild in der erhebenden Hoffnung, dass in dem eben angebrochenen neuen Jahrhundert unser kleines, aber aufstrebendes Städtchen Köpenick, dessen Bürgermeister zu sein mich mit Dank und Stolz erfüllt, unser Städtchen Köpenick, das vor den Toren Berlins gelegen, immer im Schatten der glänzenden Metropole stand, in der Welt von sich reden machen wird. Bravo! Und dass der Name Köpenick weit über seine Grenzen hinaus dem deutschen Volk im Rahmen des vaterländischen Aufstiegs Ruhm und Ehre einbringen möge. In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, Seine Majestät, unser allergnädigster Kaiser und König, unser Friedenskaiser und oberster Kriegsherr. Hua! 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 In Reihen Rechtsschwenk Marschabteilung Heil bei Bayonettbrand um. In Reihen Rechtsschwenk Marschabteilung Heil bei Bayonettbrand um. Na, Wilhelm, das kannst du doch nur wohl bald auswendig, ne?
Willst du dich als Erwachter hier melden, wenn du wieder raus bist? Gibt ja keine Bücher mehr in der Bibliothek, die ich nie gelesen habe. Einen christlichen Jüngling und Erinnerungen des alten Mannes kann ich ja schon vorrückwärts. Und da lernst du nun die preußische Felddienstordnung? Der Mensch lernt, was er kann. Und er kann, was er hier gelernt hat. Der Offizier wird allein durch seine Rangabzeichen legitimiert. Ein Kommando vor Gewehr verleiht ihm absolute Befehlsgewalt. Allerhand. Verleiht ihm absolute Befehlsgewalt. Lass dir die Haare wachsen. In 4 Wochen wirst du entlassen. Die letzten 3 Monate werden dir wegen guter Führung geschenkt. Dankeschön. Freust du dich denn gar nicht, dass du wieder rauskommst nach 12 Jahren Knast? Da musst dir doch das Herz im Leibe hippen. Das hippt nicht mehr so leicht. Dafür war ich jetzt so oft drin und zu lange. Und hier drinnen weiß man doch wenigstens, wo man hingehört. Anstelle einer Predigt wird heute anlässlich des Hohen Feiertages der Herr Direktor persönlich mit euch vaterländischen Unterricht abhalten. Ah. Wer war das? Nun, ich will annehmen, dass das ein Laut aufrichtiger Freude war. Achtung! Moin, Leute! Moin! Abzählen! 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Nun, das klappt ja heute vorzüglich. Setz! 1 bis 18 Kavallerie, 19 bis 36 Artillerie, 37 bis 72 Infanterie. Wie ihr wisst, schreiben wir heute den 2. September den Sedanstag. 60 Millionen deutsche Herzen schlagen höher. Wie ihr wisst, hatte ich im Kriege 70 das unermessliche Glück, an diesem großen Tag als junger Kriegsfreiwilliger vor dem Feind zu stehen. Dies höchste Glück, einen Krieg fürs Vaterland mitzumachen, kann natürlich nicht jede Generation beschieden sein. Aber auch in den Zwischenpausen erfüllt unser Volksheer eine hohe Mission. Ich habe mich immer bemüht, diejenigen unter euch, denen es nicht vergönnt war, in diesem Heer zu dienen, hier an der Stätte Neuerziehung mit dem Wesen unserer Armee vertraut zu machen. Aus wie vielen Kompanien besteht ein kriegsstarkes Infanterieregiment? Budrytski! Ist sich verschieden, Herr Direktor? Ach, Unsinn. Ach, Sie lernen es nie. Wer weiß es? Buhlke! Bitte ausgehen zu dürfen. Sie werden sich bis zur Sturm unter Höhe 701 beherrschen können. Jawohl, Herr Direktor. Danke, Vogt, danke. Sie brauchen es nicht zu sagen. Ihnen werde ich eine schwere Frage stellen. Was versteht man unter einer Kavalleriedivision? Kavalleriedivision ist eine selbstständige Formation, welche direkt der Armee unterstellt ist und über deren Einsatz das Armeekommando in jeder Lage verfügt. Es besteht aus 3, manchmal aus 4 Kavallerieregimentern, denen eine Abteilung berittener Feldartillerie zur Unterstützung beizugeben ist. Bravo, der Vogt. Wir wissen, was wir verwendet, bei der Stürmung der außerordentlich wichtigen Höhe 701 teilzunehmen. Eine Aktion, die zwar nicht den Scheidung herbeiführte, aber immerhin dazu beitrug, auf sehr Lorenz. Teilen Sie 8 Mann ein, 2 von jeder Truppengattung. Los! 1, 2, 1!
attackieren die bayerische Kavalleriedivision. Vogt, Sie werden in Anbetracht Ihrer morgigen Entlassung die Führung der Sturmregimenter übernehmen. Die beiden hinter Ihnen stellen das 1. und 2. Westpreußen-Grenadierregiment dar. Hier. Nein, nicht hier. Mehr rüber. Hier ist eine Bodenfalte, da ist ein Sumpf. Hier, wo ich stehe, ist die Hauptmacht des Feindes zu denken. Das ist die Höhe 701. Wer nun die Kavallerie in leichtem Trab vorrückt, los, los, vorrücken! Aha. Gut, Herr Vogt, was machen Sie denn da? Ich halte mich bereit. Ich lasse auf alle Fälle mein Regiment ausschwärmen. Das Kommando gebe ich durch meinen Stabstrompeter. Tadarate, tadarate! Bravo, Vogt. Sie erfassen die militärische Situation, als wären Sie dabei gewesen. Wo haben Sie das nur her? Mit Gruppen rechts schwenkt, Marsch! Gerade, aus! Was ist denn, Vogt? Marschieren Sie hin! Das ist das Reserveregiment, Herr Direktor. Die lassen sich jetzt Essen fassen. Wenn Sie Ihre Suppe drin haben, sind Sie nachher frisch. Hervorragend, Vogt. Sehr guter Vogt. Beispiel geben. Sie haben hier gut aufgepasst und auch etwas gelernt. Sie werden sehen, wie Ihnen das in Ihrem späteren Leben von Nutzen sein wird. Jawohl, Herr Direktor! Und jetzt setzt sich die Kavallerie in Galopp und je zur Attacke über! Feuersmarsch! Wer fehlt noch? Oberleutnant der Reserve, Dr. Obermüller aus Köpenick, Herr Oberleutnant. Der ist jetzt auf 5 Uhr zum Regiment Gefechtsherrn Döberitz befohlen. Potsdam! Potsdam! 324, Wormser! Hast du es, Mathilde? Wo bleibt denn die Fanny? Fanny, zum Donnerwetter noch mal! Herr Gott, die Gans liegt wieder auf dem Ohr! Du geh dich rasieren, du wirst sonst nicht fertig. Ach, fertig Potsdam! Fertig. Potsdam! 324! Wie soll ich denn fertig werden, du liebe Zeit? Wenn mich der Wormser im Stich lässt, dann muss es eben mit der alten Uniform gehen. Ich kann doch nicht nackt zum Kaisermanöver. 24! Na, das sind sie ja endlich! Fanny, so holen sie doch sofort die Uniform! Ist noch nicht da. Gott, die Alte, zum Donnerwetter noch mal, die Alte! Ich dachte, die sollte weg. Nur denken Sie nicht, laufen Sie! Ist doch Wormser. Hier ist Bürgermeister Obermüller. Nee, nicht Bürgermeister. Doch mal her. Ist dort Wormser. Uniformschneider Wormser in Potsdam. Sie haben mir für Punkt 3 Uhr früh meine Uniform versprochen. Was? Was ist? Ist gar nicht Wormser? Hm? Ist ja gar nicht Wormser. Ist gar nicht Wormser. Nee, war gar nicht Wormser. Los, Fanny, los, Fanny, los, los, Fanny, doch, ach, los. Du machst die Möglichkeit. Gib mir deinen Rock. Flink, los. Nein, Herrgott, da erst doch die Hose. Los, rein, da oben vorne. Nun geht doch, ach. Ich hab sie ja schon, die... Fassen, so was. Ja, doch, los. Oh, eins nach dem anderen. Das. Andere Arme. So gut. Grobe ich alles. Oh, mach ich. Schön langsam. Au! Au! Was heißt hier au? Du bist zu dick geworden. Was? Der Stoff ist eingegangen. Ich wiege genauso viel wie vor einigen Jahren. Au! Oh. So. Das zieh ein. Ja. Zieh ein. Jetzt ist alles aus. Potsdam, 324. Jetzt nimm dich doch zusammen. Du kannst doch hier nicht schlapp machen. Doch, alles gar keinen Zweck. Ich hätte mich gar nicht zu melden braucht. Nur wegen deiner weiblichen Eitelkeit. Nur, oh, nur jetzt bin ich wieder schuld. Potsdam! 324! Ich werde mich krank melden. Ich werde sagen, eine plötzliche Erkältung oder nein, Herz. Ja, ich werde sagen, eine plötzliche Herzattacke. Was? Du, Herz ist besser, was? Das sind ja die Kinder. Was fällt euch denn ein, aufzustehen? Wie soll denn ein Mensch schlafen bei dem Radau hier? Raus! Ihr geht sofort wieder raus! Es hat geschellt. Geschellt? Wieso denn geschellt? Es hat geschellt. Ich hab den Pauschke gleich halten lassen. Zähler steht über 17,50. Ich hab's ja gleich gesagt. Mein alter Wormser wird mich doch nicht im Stich lassen. Wieso nicht im Stich? Das ist doch unerhört. Die Uniform war für 12 Uhr bestellt. Aber hätten wir ja mal um Mitternacht den Uniform machen sollen. Mitternacht. Ruhe! Helmut! Helmut!
Helmut. Na, Tilchen, was sagst du jetzt? Ach, prima. Hubert, jetzt sieht der Abenteuermeister aber echt aus, wie ein Offizier, ne? Na, soll ich vielleicht wie ein Briefträger aussehen, was? Na, komm. Da habe ich meine Uhr. Ja, aber Geld. Unbedingt einstecken. Na, was ist? Kommen Sie mit? Nee, ich nehme einen Dampfzug. Also los, bis gleich. Dein Säbel! Den Säbel! Ach so, ja, gib her. Also auf Wiedersehen. Sieg und Heil! Hip, hip! Hurra! Jetzt waren's die Arbeit. Die ganze Nacht haben wir durchgenadelt, ohne Armbrot. Ja. Sagen Sie Herrn Baum seinen schönen Gruß. Er soll sie als Anzahlung übernehmen. Na ja, für den Maskenball wird sie vielleicht noch gehen. Wenn im Herbst die Blätter sehen und die Starre fliehen, juckt es mir wie Blatt und Wind in die Welt zu ziehen. Doch mein Ränze bleibt im Spind, warum soll ich gehen? Ich hab ja schon in Neuropin Heimweh nach Berlin. Berlin, ich kann dir nicht vergessen, wo immer ich auch bin. Mir schmeckt den Schnaps, mir schmeckt den Essen, es sei denn in Berlin. Berliner Witz, Berliner Mädchen. Frau Ruprecht! Frau Ruprecht! Da ist Ihnen eine Türe, da ist ein Mann da. Gehst du vom Jank weg? Da zieht's ja. Sollst doch im Bette bleiben. Was wollen Sie denn? Hast du dich aber verändert, Mariechen. Ja, das ist aber stark. Was fällt Ihnen denn ein? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Willem, dein Bruder. Der Wille? Ich hab ja nicht gewusst, dass Sie einen Bruder haben. Ja, der war so lange verreist. Aber nun mal marsch in dein Bitte. So, komm mal rein. Das ist unsere Untermiete. Ja. Da haben wir auch nur Last mit. Die hat's doch so auf der Lunge. Ich wollte mal nicht stören, ich wollte nur mal guten Tag sagen. Ich wusste ja nicht mehr, wohin. Na, nun komm mal. Mal mussten ja kennenlernen, den Friedrich. Ich weiß nicht. Ach, nun hab mal keine Bange. Der beißt ja nicht, wenn er auch bei der Behörde ist. Also, Willem, du bist der Bruder von meiner Frau. Da gehörst auch zu mir. Hier bist du willkommen. Ja. Mensch, Friedrich. Vor dir habe ich einen mächtigen Bammel gehabt. Aber. wo wohnst du denn eigentlich? Das weiß ich noch nicht. Ich war 10 Jahre aus der Welt. Ich bin ja nur gerade mal erst rausgekommen. Hast du denn ja keine Bekannte mehr? Oh, Bekannte genug, aber nur solche von drinnen. Und die möchte ich ja nun lieber nicht mehr kennen. Recht so. Na denn, dann bleibst du am besten vor der Erste hier. Nee, Friedrich, dafür bin ich nicht raufgekommen, wirklich nicht. Ich wollte noch mal ein Wort mit Menschen reden. Glaub schon. Und morgen früh wirst du dich gleich mal ordentlich anmelden. Friedrich, muss das sein? Wieso? Ich meine, ob sie mir da vielleicht nicht wieder ausweisen. Hm? Kann man da nicht was machen? Bist doch bei der Behörde. Machen kann man da ja nicht, Willem. Und so wollen wir auch gar nicht erst wieder anfangen. Das geht alles seinen Gang. Wenn man den vorschriftsmäßigen Weg einschlägt, dann kann ja nichts passieren. Davor sind wir in Preußen. Na, dem Prost. Wenn Sie mir mal lassen. Beinahe wäre ja nicht alles reingegangen. Friedrich muss nämlich morgen früh schon um 4 in der Kaserne sein. Zum Kaisermanöver. Aha. Na, sind Sie nur blank genug? Kann man sich im Hohlschabei rasieren, wa? Ich soll nämlich diesmal zum Vizefeldwebel befördert werden. Donnerwetter, da kannst du im Ernstfall ja mal als Offizier Stellvertreter einrücken.
Du kennst dich ja mächtig aus in die Rangordnung. Haben wir immer für interessiert. Bin ja selbst nie zu gekommen. Sieh mal, Willem, was ich in der Kommode gefunden habe. Nicht von Mutter mit. Na, wenn du nicht willst. Mariechen, dein Bruder wird nun mal zunächst hier bei uns bleiben. Das haben wir abgesprochen. Er kann dir oft so verpennen, da sitzt er sowieso nie einer drauf. Ja, na, dann müsste ich ja nur Bettwäsche rausgeben. Ja, dann gibst du raus. Hast dein ganzes Spinde voll. Ach, ja, ich sag ja bloß, ich muss rausgeben. Siehst du, Willem, so ist es. Eine Seele von Mensch, aber ein bisschen umständlich. Tja, also Willem, ist mir sehr lieb, wenn jetzt ein Mann im Hause ist. Solange ich auf Übung ins Manöver gehe. Marie ist ein bisschen leichtsinnig mit der Kasse. Alles lässt sie offen rumstehen. Da hab mal ein bisschen Ohr drauf. Mensch, Friedrich, wenn es mehr so geht wie dich, brauchen sie keine Zuchthäuser mehr. Schön singen sie. Schön, nicht? Onkel Willem, bist du viel rumgekommen in der Welt? Ja, doch mächtig. Die sesshafte Lebensweise hat man nie recht zugesagt. Einmal bin ich über das böhmische Riesengebirge gegangen. Das ist groß. Ich war mal in den Mickelberge. Aber da war ich noch klein. Ach, der Michelberge, der sind ja Maulwurfshaufen. Da hebt ja ein Floh rüber, wenn er ein bisschen aufgeregt ist. Nee, Kind, was so wirklich hohe Berge sind, das kannst du ja nicht ausdenken. So mächtig hoch sind die, höher als die Wolken. Da hast du droben schönsten Sonnenschein. Unten regnet's. Und über die Wolken ist da immer Sonne? Na sicher. Ja, ist denn da nicht kalt? Kalt. So nah bei der Sonne. Ach, Onkel Willem, da möchte ich auch mal hin. Ich nehm dich mit, wenn ich wieder rufmache. Wirklich? Musste nur erst gesund werden. Musste. Och, jetzt haben sie aufgehört. Willst du mir nicht was vorlesen? Ja, hast ein Buch? Ich hab einen Kratzer gemacht mit dem Fingernagel, wo ich stehen geblieben bin. Ja, zeig mal. Oh, Grimms Märchen. Ja, ich weiß, da bin ich eigentlich schon zu alt für. Ach, das macht ja nix. Ich lese das auch mal sehr gern wieder. Und ich bin ja nun schon ziemlich ausgewachsen, ne? Nicht weggehen, bitte. Aber Kind, ich muss doch, wenn klingelt. Ich bin ja gleich wieder nee, da. Nee, nicht weg. Das wird ja schon duster. Und dann ist das Fenster so blank und so weiß wie ein Ohr. Lass doch die Tür auf, bitte. Kannst du ja hören wie deine Flurtür. Hast du einen Brief gekriegt, Onkel Willem? Nee. Nur eine Schreiberei. Wie willst du denn nicht lesen? Das eilt ja nicht. Ich lese da lieber vor. Wie kann man da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht, antwortete die Katze.
weil ich nun zu Jahren komme und lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als den ganzen Tag nach Mäusen zu jagen, wollen sie mich ersäufen. Nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich denn hin? Komm mit uns, sagte der Hahn. Lieschen, was ist denn? Schließ sie. Du liest ja nicht, Onkel Wilhelm. Komm mit uns, sagte der Hahn. Etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Lasst euch feiern heute als Ehrenjast. Wir haben euch bewundert, vielen mit Manövers, hoch ihr Mut im Kampfespiel. Ihr seid zwar nicht die Einzigen hier, denn ich bin auch ein großes Tier. Doch ich bin von der Infanterie und reiten, lernt ein Infanterist nie. Doch ich bin von der Infanterie und reiten lernt ein Infanterist nie. Bravo! Bravo! Massivkommissar! Verstanden! Wer ist denn Textgedichtet? Hast du alles selber gemacht? Ja, Köpfchen. Und von wem hast du das Köpfchen? Alles vom Papa. Komm her, mein Goldchen, hast du fein gemacht. Bravo. Komm her, bravo. Lass dich abküssen. Bitte, gehorsamst mich beteiligen zu dürfen. Ach, Milchlein, jetzt für Sie sind geblieben in aller Toggenbusch. Ach, Kinder, gib mir bloß mal was Sekt her, mir ist so heiß. Wo ist Willi Schettheim? Wo ist der Kellner? Wo ist der Kellner? Herr Kamerad? Großschützchen. Kamerad, köstlich. Ach, also mit Ihnen möchte ich mein Manöver. Benimm dich, Küstchen. Wenn du dich so aufhörst, bleibst du noch an Assessor Trumpfing eines Tages. An den Saufkopf nie. Na, wie wär's denn mit dem Tänzchen und deinen Kameraden? Gern nicht. Sitz nicht so rum, Willi. Siehst du denn nicht, dass der Oberleutnant rauchen will? Auf die Art, was denn ihre Reserveoffizier. Ach, Kinder, ihr seid alle so süß. Und ich bin so geschmückt. Willi, steh auf, da kommt der Herr Kommandeur. Oberarsch einschenken. Bitte um Gottes Willen, meine Herren, behalten Sie doch Platz. Willi, setz dich. Ganz famos. Wollen Sie bitte für mich ans Glas klopfen? Damen und Herren, es ist mir ein Bedürfnis, dass die Potsdamer Garde in einer so überaus reizenden Weise zum heutigen Manöverball der 6. Garde-Kürassiere ein Fest, das dieses Jahr von Seiten der Potsdamer Bürgerschaft durch unseren hochverdienten Herrn Kommerzienrat Wormser wirklich auf das Reizende arrangiert ist, hat. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, möchte ich im Namen des Offizierkorps, vor allem auch der reizenden Vertreterin der Potsdamer Gardegrenadiere, außerdem ist es mir ein Bedürfnis, die Veranstalter des heutigen Abends, ja, kurzum, ich bin ja kein Redner. Sie leben hoch! 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 Hoch. Ah! Ich bin ja ganz nass. So ein Pech, die schöne neue Uniform. Quatsch, der hat doch Papa Alt vom Bürgermeister von Köpenick zurückgekriegt. Champagner geht zu schwer raus. Na und, jetzt kommt sie zum Trödle. Schön, wenn man wieder zu Hause ist. Ja, Friedrich. Ist nun mal da. Friedrich, ich muss dir was sagen. Das Lieschen ist tot, aber erschrick nicht. Das arme Ding. Na, vielleicht ist es so am besten für sie. Jetzt ist ihr wohl. Ich weiß mal nicht. Das Einzige, was mir genau weiß, ist, dass jeder am Leben hängt. Na. Mutter? Na, du bist recht müde. Ich muss dir nämlich auch was sagen. Ich hätte dieses Mal zum Vizefeldwebel befördert werden sollen. Ich war an der Reihe. Na und? Na und? Ist nichts geworden. Neue Verfügung, Etatskürzung.
man nicht machen. Ach, Friedrich, da kannst du doch ja nicht dafür. Natürlich nicht. Aber darauf kommt es ja auch nicht an. Nur, dass sowas immer nach dem Papier geht und nicht nach Menschen, das hat unser Hauptmann auch gesagt. Und du hast dir so darauf gefreut. Ach, das ist der Wilhelm. Der war mit zum Begräbnis. Ich konnte ja nicht, weil du gerade nach Hause kommst. Na, Wilhelm. Tag. Tag, Friedrich. Hätte auch keiner gedacht, dass er zu rasch geht mit Lisken. Es ist noch auch vorbei. Ich hab deinen schwarzen Rock genommen, meiner war zu schäbig. Na klar. Zieh ihn gleich aus. Willst du einen Kaffee? Nee, danke. Na, Friedrich, was sind denn nur die großen Adlerknöpfe und die Silberkokarden? Platz ist zu schlafen. Ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist ja nicht, dafür ist die Welt zu groß. Aber du warst doch an der Reihe. Das war doch dein Recht. Recht ist, was Gesetz ist, Wilhelm. Es geht ja nicht danach, was ich möchte, sondern das ist für alle da. Amen. Was ist? Das hast du vergessen, sondern Sätze, die hören immer mit Amen auf. Die ziehen wir nur um und dann je. Wohin denn? Wilhelm, willst du dich etwa fort? Ich will es nicht gefragt. Ich muss fort. Ja, Herr Jus, Wilhelm. Hast denn keine Eingabe gemacht? Zwei. Für die erste hatten sie keine Zeit, für die zweite kein Interesse. Ja, wo willst du noch hin? Ja, nirgends. Wilhelm, du willst doch keine Dummheiten machen. Nee, Dummheiten? Nee. Ausgeschlossen. Ich wäre nur langsam helle. Ha. Ha. Lach doch nicht immer. Das ist doch ernst. Nee, ich finde das lustig. Die haben sie nicht befördert und mir befördern sie. Sei doch stille. Das ist halt ein Unglück, was hier passiert. Was ist das? Ein Unglück? Nee, das ist ein ganz sauberes, glattes, ausgewachsenes Unrecht ist das. Und das muss man nur wissen. Und ich weiß nur. Wilhelm, das musst du tragen wie ein Mann. Wohin soll ich den tragen, ohne Pass und ohne Aufenthalt? Muss doch einen Platz geben, wo der Mensch leben kann. Mensch bist du doch nur, wenn du dich in eine menschliche Ordnung stellst. Leben tut auch eine Wanze. Sehr richtig, die lebt. Und weißt du, warum die lebt? Erst kommt der Wanze, Friedrich, und dann die Wanzenordnung. Erst der Mensch, Friedrich, und dann die Menschenordnung. Wilhelm, du fährst auf ganz falschen Gleis. Bei uns in Deutschland gibt es ja kein Unrecht. Für uns geht Recht und Ordnung über alles. So, und meine Ausweisung, ist jetzt Recht und Ordnung? Und deine Beförderung, ist jetzt Recht und Ordnung? Wenn, dann muss die Ordnung richtig sein. Und das ist sie nicht. Wilhelm, ich sage dir, vor dem Geld, dass er meine Löhnung sparen, wird vielleicht eine Kanone gebaut. Ja, und dann geht sie los. Und dann trifft es wieder dich. Bum, bum, da liegst du. Jawohl, da lieg ich, wenn es mal losgeht. Und dann weiß ich aber auch wofür. Vors Vaterland und vor der Heimat. Mensch, ich hänge an meiner Heimat, genau wie du, genau wie jeder. Aber erst sollen sie mal drin leben lassen in der Heimat. Dann kann ich auch sterben für, wenn es sein muss. Wo ist denn die Heimat? Im Polizeirevier? Oder hier im Papier? Ich sehe gar keine Heimat mehr. Von lauter Bezirke. Ich will das nicht hören, Wilhelm. Und ich darf es nicht hören. Ich bin Soldat und ich bin Beamter. Aber streitet doch nicht. Hast du denn gar keine innere Stimme, die dir sagt... Vorhin auf dem Friedhof, da habe ich sie gehört, die innere Stimme. Da hat sie gesprochen. Da hat sie zu mir gesagt, Mensch, hat sie gesagt, einmal kneift jeder den Arsch zu. Du auch, hat sie gesagt. Und dann stehst du vor J, dem Vater, der alles geweckt hat. Vor dem stehst du denn? Und er fragte ins Gesicht, Schuster Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann muss ich sagen, Fußmatte. Fußmatte, muss ich sagen, die habe ich geflochten im Gefängnis. Und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt. Und ich hatte, der Vater sagt zu mir, geh weg, sagt er. Ausweisung, sagt er. Deswegen habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Das bist du mir schuldig, sagt er. Wo ist es? Was hast du mit gemacht? Und denn, Friedrich, denn ist es wieder nicht.
mit der Aufenthaltserlaubnis. Du brauchst dann die Weltordnung. Willem, das ist Versündigung. Nee, nee. So knickrig will ich mal nicht vor meinen Schöpfer stehen. Ich werde noch was machen mit meinem Leben. Ist gut für dich. Bist ein braver Kerl. Danke für alles. Ich gehe. Dir auch, Marie. Ich werde noch was machen für meinen. Willem! Der Mensch ist ja gefährlich. Komm doch mal ran, Ola. Mensch, ihr kriegt da vorne Plätze. Willst du den Vermerker verdienen? Wir brauchen ihn zum Schmiere stehen. Nee, nee, ich muss zum Dienst. Kinder, das ist der letzte Veteran von 71. Der schiebt Ehrenware vom Zeug aus. Was denn eine Jadeuniform? No, Papitschka, möchten's was? Schöne Mütze. Echter Biber, kein sibirischer Dorfhund. Hält die Ohrmaschel warm, dann wird er jetzt schon leicht fröstelig. Übrigens Gelegenheitskauf. Ein polnischer Edelmann bei Flucht vor Polizei verloren. Sind Sie aus Böhmen? Ja, Leitmaritz. Kennen Sie Leitmaritz, Bar? Hinterm Böhmer Wald habe ich gearbeitet. Haben Sie? Na, da gebe ich Ihnen 10. Nur sagen wir 5%, wenn Sie Leitmaritz kennen. Na, kommen Sie ins Geschäft, Bar. Kommen Sie. Ist die echt? Die? Oh, die ist noch echter als echt. Habe ich vom feinsten königlich-preußischen Hoflieferanten direkt aus Potsdam. Da kenne ich nämlich Zuschneider, Pukriches. Schauen Sie an, Bar. Lauter Futter Ihnen. Reinste Seide. Ich nehme sie. Wie befehlen, Pan Offizier? Was sollen sie kosten? Nur weil Sie kennen Leitmaritz von schönen Böhmerwald. Da fehlt ja ein Stern. Als Haupen habe ich 2 Sterne. Einen Stern können Sie extra haben. Also wie viel? Nur sagen wir 2 ganz kleine Goldstücke. 20 Mark. 15. Muss ja noch eine Feldbinde zu kriegen und eine Mütze und Bahnschnallsporen. Pan Hauptmann, wollen Sie mich stürzen in tiefste Not und Ärmlichkeit? Sag mal, 18. Meinetwegen. Da kriege ich aber noch einen Säbel zum Unterschnallen. Dann frage ich Sie, wozu braucht der alte Mann Säbel? Da können Sie sich doch nur schneiden oder drüber fallen und Haxen brechen. Reden Sie nicht so viel. Ich muss zum Dienst. Packen Sie ein. Jawohl. Na, Hanke, kein Betrieb heute, was? So viel Reis, keiner, es gibt Drehen. Ihr gelobt immer, das ist ein Steckenpferd von mir. Ist aber kein Steckenpferd. Die Verwaltung natürlich überlegt sich sowas immer erst hinterher, wenn mal ein Unglück passiert ist. Aber ich sage Ihnen, entschuldigen Sie, Moment, Herr Kollege, wenn ich morgens früh aufstehe, kann ich nicht immer gleich. Aber dann muss ich ganz plötzlich. Verzeihung. Wir sehen. Na, da müssen Sie aber drüber nachdenken. Das elektrische System in allen Ehren, aber schließlich kann ja auch mal ein Kurzschluss vorkommen. Im Grunde sind wir doch immer auf menschliche Leistungen angewiesen, nicht wahr? Donald Keil immer noch besetzt. Und deswegen bin ich der Ansicht, es müssen 5 neue Blockstellen her, ja? Ich habe den Plan ganz genau ausgearbeitet. Nehmen wir noch mal die Strecke Berlin-Köpenick, Berlin-Spandau, Berlin-Stahnsdorf. Was kann das schon kosten? Zum Donnerwetter, was scheißt denn hier so lange? Haben Sie den? Jawohl, Herr Hauptmann. Da werden Sie doch gelernt haben, sich zu beherrschen. Dienstmann, nehmen Sie das Paket heraus, bringen Sie das Hauptgepäck auf Bewahrung. Ich gehe warte als weiter. So, jetzt können Sie austreten. Nächstes Mal nehmen Sie ein bisschen zusammen. Freund. Also. Halt! Gewehr abnehmen! Eingefreite und 5 Mann vom Gardefüsilierregiment auf dem Weg von der Schwimmschulware plötzlich zur Kaserne. Maikäfer, brav! Rühr euch!
Abteilung! Halt! Gewehr! Ab! Brecht euch! Augen geradeaus! Der Augen links! Grenadier Karl Ludrich Keith mit 4 Mann vom 4. Garderegiment zu Fuß von Schießplatzwache auf dem Wege zur Kaserne zurück. Achtung, alle mal herhören. Sie marschieren nicht in der Kaserne, sondern folgen mir zu einer besonderen Dienstleistung auf allerhöchsten Befehl. Gefreiters übernehmen das Kommando. Jawohl, Mann! Wir marschieren zum Bahnhof Puttlitzstraße, fahren nach Köpenick. Los! Wir marschieren zum Bahnhof Puttlitzstraße und fahren nach Köpenick. Los! Auf die Vorderabteilung aufschließen, was war's? Dies an! Das Gewehr! Über! Ohne Tritt! Marsch! Na also. Wo macht ihr denn hin? Weiß ich nicht. Doofkopf. Nach Köpenick hat er gesagt. Halt die Klappe, hier heim. Da hat er nichts von gesagt. Na, ist doch klar, sonst hätte er uns nicht von der Straße weggeholt. Was das wohl für ein Hauptmann ist? Der von J.O., von Jans hoch oben. So sieht er aber gar nicht aus. Na, als Kommandoführer kannst du ihn jetzt nicht fahren. Na, ich sag dir, der ist vom Militärgerichtshof oder sowas. Da haben sie oft so alte von Dunnemals. Übrigens, wen geht das nicht an? Dampfwäschereibesitzer eine Extrawurst gebraten kriegen. Ich habe immer versucht, diese Stadt im Sinne einer fortschrittlichen Sozialpolitik zu verwalten. Vergessen Sie nicht, dass diese Leute unsere Hauptsteuerzahler sind. Wenn schon, die sollen sich ruhig eine dicke Scheibe von ihrem Speck herunterschneiden. Euer Bürgermeister, bin ich mal gerutscht haben? Euer Bürgermeister. Sehr, Bürgermeister. Sehr. Danke vielmals. Verehrt und geliebt wieder Olle Bismarck. Wie schaffen Sie das nur? Ich will Ihnen mein Geheimnis verraten, mein lieber Comenius. Gerechtigkeit und Rückgrat. Ja, ja, besonders Rückgrat. Das respektieren die Leute, mein Lieber. Die Schirme baldig lieber unten, Herr Bürgermeister, sonst dribbelt's oben so. Ja. Und die Galoschen, wenn ich bitten darf. Ja? Fuß, Fuß. Ja, viel, ja. Wie beim Pferdebeschlagen. Ja. Ja. Mein Lieber, so. Moin. Da stimmt doch was nicht. Wieso? Die Wache zieht auf. Ivo, hier in Köpenick steht doch gar keine Truppe. Da sollte man's doch mal erkundigen. Mischen Sie sich bloß nicht ein. Militär ist Militär. Sie kriegen höchstens einen Anschiss. Abteilung! Halt! Gewehr ab! Links um! Richt euch! Augengerate aus! Seitengewehr pflanzt auf! Sind Sie die einzige Wache hier? Jawohl, Herr Hauptmann, aber... Sprechen Sie nicht! Beantworten Sie meine Fragen! Sie haben noch mein Kommando, verstanden? Ich befehle, Herr Hauptmann! Hat das Rathaus aus dem Vorder- und dem Hinter noch einen dritten Ausgang? Nein, Herr Hauptmann! Gut! 2 Mann zum Hauptportal, einer innen, einer außen! Ein Mann besetzt das Rückportal! Los! Verlässt oder betritt kein Mensch das Rathaus ohne meine persönliche Erlaubnis! Belagerungszustand, verstanden? Jawohl, Herr Hauptmann. Die Eingänge werden geschlossen. Die anderen folgen mir. Mit aller Energie ablehnen. Haben Sie ablehnen? Jawohl, ablehnen. Wir haben hier in Köpenick keine Garnison und sind Gott sei Dank nicht gezwungen, auf irgendwelche Militärbehörden Rücksicht zu nehmen. Haben Sie Gott sei Dank? Jawohl, Gott sei Dank. Sehr schön. Was fällt Ihnen denn ein, Kilian? Wieso können Sie hier ohne anzuklopfen? Bei Platz hier. Sind Sie der Bürgermeister von Köpenick? Ja, allerdings. Aber... Gehen Sie mal raus. Was soll denn das heißen? Auf aller... Höchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre Sie bewaffnet. Aber auch, dass Sie sofort zur alten Wache in Berlin zu bringen. Machen Sie fertig. Das verstehe ich nicht. Das muss doch ein Irrtum sein. Wieso denn überhaupt? Wieso? Genügt Ihnen das nicht?
Na, das ist doch aber ein starkes Stück. Ich lasse mich hier nicht ohne Haben Sie gedient? Jawohl, Oberleutnant der Reserve. Erlauben Sie, Hauptmann, haben Sie irgendeine Legitimation? Denken Sie, Soldat, dann müssen Sie auch wissen, dass ein Kommando vor Gewehr absolute Befehlsgewalt bedeutet. Ja, ich habe aber gar keine Ahnung. Darüber leide ich auch nicht. Ich habe nur Befehl. Befehl ist Befehl. Hinterher können Sie sich beschweren. Freitag, gehen Sie mal nach, was der Polizeiinspektor macht. Jola, Mann! Ich kann das wirklich nicht verstehen. Ist Ihnen Idiot? Soll ich Ihnen eine Stärkung aus der Apotheke kommen lassen? Nein, nein, danke, danke. Das heißt, ich würde sehr gerne meine Frau benachrichtigen. Haben Sie Dienstwohnung? Wir wohnen gleich um die Ecke, erster Stock. Soll ich die Frau... Also holen Sie mal, Frau Bürgermeister, hier, aber trapp, trapp, ja? Bleiben nicht mehr lange. Ja, bis zu Ihrem Abtransport können Sie ungehindert mit Frau Gemahlin verkehren. Natürlich unter Bewahrung. Der Inspektor schläft, Hauptmann. Schläft? Jawohl, Hauptmann. Nee, also wissen Sie... Wie kommen Sie dazu, im Dienst zu schlafen? Werden Sie dafür von der Stadt Köpenick bezahlt? Nein, Hauptmann. Bringen Sie doch Ihr Kleider in Ordnung. Und dann mal flugs runter auf die Straße. Sie vertreten doch hier sowas wie die oberste Polizeigewalt. Jawohl, Hauptmann. Sorgen Sie mal für Ruhe und Ordnung gefälligst. Jawohl, Hauptmann. Dann halten Sie jede Störung vom Leibe. Verstanden? Jawohl, Hauptmann. Zurück. Was heißt zurück? Ich bin der Polizeiinspektor, ich muss raus. Befehl von Herrn Hauptmann ist, auf den Wind, keiner raus. Aber ich habe doch Befehl von Herrn Hauptmann. Ich auch, zurück. Ich kann nicht raus. Der Posten lässt mich nicht raus. Lassen Sie den Inspektor raus. Achtung, Schlimmbund kommt. Das geht an dagegen. Weiter gehen. Kein Volkslauf auf. 10 Schritte zurück. Auseinandergehen. Verzeihen, Herr Hauptmann Comenius, Stadtrat Comenius. Wir sind hier 12 Herren, die meisten verheiratet. Wir werden zu Hause zum Mittagessen erwartet. Für mich selbst steht ein Wannenbad bereit. Bedauere, Durchlass kann nicht gewährt werden. Durchlass kann nicht gewährt werden? Da muss ja hier eine schöne Schweinerei passiert sein. Ich habe immer gesagt, dieser Obermüller ist wahrscheinlich ein heimlicher Sozialdemokrat. Um Gottes Willen. Sagen Sie mal, wo ist denn eigentlich die Passabteilung? Verzeihung, Herr Hauptmann, Passabteilung haben wir hier nicht. Die gibt's nur in Kreisstädten auf dem Landratsamt. Wie? Ach so. Hier ist ja keine Passabteilung. Darauf kommt's nur auch nicht mehr an. Wo ist die Stadtkasse? Gleich hier. Hey, Sie! Herr Hauptmann. Sie sagen, das war geschlossene Wagen, aber hopp, hopp, lass am Hinterausgang anfahren. Jawohl, Herr Hauptmann. Herr Hauptmann können Sie sich ganz auf mich verlassen. Wie heißen Sie? Stadtkämmerer Rosenkranz. Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Hauptmann. Leutnant der Reserve im 1. Nassauischen Feld, Artillerieregiment Nummer 27 Oranien. Nobles Regiment. Allerdings, Herr Hauptmann. Na, dann machen Sie mal sofort einen vollständigen Kassenabschluss. Wer dann kontrollieren? Was sagen wir, Herr Hauptmann? Ohne Beschluss der Verwaltung kann ich keinen Kassen... Die Verwaltung der Stadt Köpenick bin ich. Ich habe leider Befehl, Herrn Bürgermeister und vorläufig auch Sie, als Gefangene nach Berlin zu bringen. Ja, aber... Stottern Sie nicht. Brechen Sie ab, ich gebe Ihnen 10 Minuten. Genügt das? Ja, ich werde mich beeilen. Herr Stadtkämmerer, ich verstehe Sie nicht. Sie können doch nicht einfach die Kasse ausliefern. Ach, Sie. Sie haben ja nicht gedient, Sie hinken ja. Sie haben doch keine Ahnung von Disziplin. Wenn sowas ist, dann heißt es einfach gehorchen. Auf Ihre Verantwortung. Ich habe mir ja nichts vorzuwerfen. Ich ja nicht. Der Hauptmann befehlen? Wen ist hell, so eine Bockwurst. Aber ein bisschen ruckzuck. Jawohl, Herr Hauptmann. Sie, die Schrippen sind ja von gestern. Verzeihung, Herr Hauptmann. Bringen Sie mal ein paar frische Schrippen gefälligst. Frische Schrippen, sehr gut. Was ist denn das überhaupt für ein Hauptmann? Ist der von dem Militärgerichtshof oder von dem Stab? Weiß ich nicht.
Du sitzt nicht so da, so. Was hat er dir denn für eine Legitimation gezeigt? Legitimation? Der Mann ist doch ein Hauptmann. So. Und dann lässt du dich einfach hier verhaften. Ohne Haftbefehl, ohne Ausweis, ohne Legitimation. Da sitzt du einfach hier herum wie ein Schlappschwanz und tust nichts dagegen. Ich habe dir gesagt, Tilchen, da ist nichts zu tun. Das verstehst du nicht. Und wenn es nun ein Irrtum ist? Wenn er vielleicht ganz jemand anderen verhaftet? Ausgeschlossen. Der Mann weiß genau, was er will. Aber du nicht. Jetzt telefonier doch mal rasch mit dem Kreisamt Telto oder zum Landrat. Ja, das könnte ich tatsächlich tun. Ob zwar... Die Leute wissen vielleicht gar nichts davon, Tilchen. Dienstgeheimnis. Nee, das kann ich nicht leiden. Was können Sie nicht? Wie? Das kann ich nicht leiden. Sie nehmen Sie das Ding da weg. Es ist ja grässlich. Siehst du, man kann nichts machen. Ach, lieber Herr Hauptmann, ist denn da wirklich gar nichts zu machen? Leider nein. Nee, Sie wissen, wenn man als Offizier einen Befehl kriegt, ja, auch wenn es einem persönlich noch so sehr gegen den Strich geht, dafür ist man eben Soldat. Ja, vielen Dank, Herr Hauptmann. Bitte. Ich werde auf jeden Fall... Aber Hubert, du hast doch gehört, was der Herr Hauptmann gesagt hat. Er kann gar nichts machen, ne? Ich werde auf jeden Fall Ihr korrektes Verhalten bei entsprechender Gelegenheit höheren Ortes lobend erwähnen. Man tut, was man kann. Wagen besorgt, Herr Hauptmann. Halten am rückwärtigen Ausgang. Soll ich die... Abtransportieren. Was ist denn, Kilian? Hat er Ihnen etwas gesagt? Ich kann keine Auskunft geben. Was heißt denn das? Was ist denn das für ein Ton? Ich habe Befehle, Herrn Bürgermeister und Herrn Stadtkämmerer als Gefangene nach Berlin zu bringen. Ich habe mit Gefangenen nicht zu reden. Also los, Mantel anziehen. Ja, sagen Sie mal, da steht 4.042 Mark und 90 Pfennige. Und was Sie mir da abliefern, sind 4.042,50. Wie kommt denn das? Ja, verzeihen, Herr Hauptmann, aber in der Eile. Wir haben alles um und um gedreht, aber es blieb leider eine Differenz von 40 Pfennig. Außerdem hatten wir einen falschen 50er. Entschuldigen Sie bitte. Naja, ich bin ja kein Pendant, ja, aber ich muss das natürlich vermerken. Sonst glaubt man womöglich noch, ich hätte mir die 40 Pfennig eingesteckt. Beeilen gefälligst! Hosen! Krankslos! Lieber Herr Hauptmann, wäre es denn nicht möglich, dass ich meinen armen Mann auf seiner schweren Fahrt begleiten darf? Sie sehen doch selbst, der... Einer Dame kann ich nichts abschlagen, mein schwacher Punkt. Nur muss ich nächste bitten, den Wagen vor der alten Wache zu verlassen, aber nur Befehl, die Herren abzuliefern. Könnte Unannehmlichkeiten haben. Ja, Herr Hauptmann, sind wirklich zu liebenswürdig. Man ist ja doch Kavalier. Also, alte Wache Berlin, verlasse mich auf Sie. Das können, Herr Hauptmann. Rosenkranz, Obermüller, die Frau, vorwärts marsch! Los, einsteigen, alle, hopp. Obermüller, Frau in den vorderen Wagen, Rosenkranz in den Hintern. Ich setze mich auf den Bock vom Hintern, damit ich alles besser überblicken kann. Es wird nur Schritt gefahren. Bei Fluchtversuch mache ich von der Waffe Gebrauch. Köpenick ist beendet. Das war recht so. Hat alles ordentlich geklappt. In einer Stunde ziehen Sie die Portalwachen ein, marschieren zum Bahnhof, fahren nach Berlin und melden Sie in Ihren Kasernen von Köpenick zurück. Jawohl, Hauptmann! Hier haben Sie Geld für die Rückfahrt. Vom Rest kommen Sie für jeden Mann in der Bahnhofswirtschaft ein Glas Bier und eine Bockwurst. Danke, Hauptmann!
Ja? Ich erkläre Ihnen nochmals, dieser Missgriff wird die schwersten parlamentarischen Folgen haben. Ich gehöre zur Fraktion der Fortschritt- und Volkspartei. Ruhe, Obermüller. Meine Herren, ich kann nur meinen Bedauern Ausdruck geben. Sie sind einem Jaunerstreich zum Opfer gefallen. Unerhört! Die Öffentlichkeit wird sich mit dem Fall noch beschäftigen. Ja, das glaube ich auch. Sie sind entlassen. Der Hauptmann von Köpenick. Hauptmann von Köpenick! Der Neueste von Köpenick hat sich verschlossen! Kinder, das ist eine Sache wie ein Boben, eine Sache wie die Jassanstalle, ich wäre verrückt. Mensch, ich lach mir tot. Also ich bin bei Lina, aber so was kann ich nicht. Hier, Olla, das ist besser als eine Tasse heißen Kaffee. Das Lachen hast du auch nicht gelernt, wa? bis 60 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank, gebeugte Kopfhaltung, tiefe Schulter, bleiche Gesicht, spitze Nase, O-Beine. Die Hände sind schmal und weiß. Ich sage Ihnen, Höllerbeck, Jago kann sich gratulieren. Schaut sich schon nach einem Zigarrenlädchen um für seine Freistunden. Der ist die längste Zeit Polizeipräsident gewesen. Immer noch kein Erfolg? Erfolge wie Heu. Den 47. falschen Hauptmann haben sie schon verhaftet. Nur den richtigen nicht. Ich sage Ihnen, den fangen sie nie. Na, mir kann's wurscht sein. Ist ja nicht meine Sparte. Was wollen Sie denn? Ein Pass will ich. Steht Ihnen einer zu? Nee, das nicht, aber ich brauche nur endlich. Ja, wie denken Sie sich das? Wer sind Sie überhaupt? Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Wer ich bin, das werden Sie gleich erfahren. Aber wenn Sie mal später einen Pass versprechen, so einen richtigen Pass mit allen Stempeln und so, dann liefere ich Ihnen den Hauptmann von Köpenick Freihaus hier gleich in die Stube. Aber einen richtigen. Na nun? Also dafür verspreche ich Ihnen alles. Aber Wort halten. Versprochen ist versprochen, Herr Kommissar. Also halten Sie erst mal Ihres. Ihr Macht, da verhaften Sie mal. Ich bin das nämlich selber. Was? Machen Sie keine dummen Witze. Und hier drin ist sie. Was? Na was? Die Uniform. Tatsächlich ein echter Garderock von Adolf Worms am Potsdam. Ach, sehen Sie doch mal nach, wo Zielke mit dem Portwein in der Schinkenstulle bleibt, ja? Sie ist ja nicht mehr ganz neu, aber für Ihre Jahre doch noch recht brauchbar. Ne? Das muss ja ein rechter Trottel sein, der Herr Bürgermeister von Köpenick. Nee, Herr Präsident, sagen Sie das nicht. Der Mann ist ja nicht so uneben. Das wäre Ihnen ganz genauso her. Ihnen allen. Das liegt so in der Natur der Sache. Ja. Bitte doch. So. Nun stärken sich erst mal, Herr Hauptmann. Wohl bekommst. Danke, danke. So gut ist mir auf dem Polizeiamt noch nie gegangen. Was denn? Wir sind doch keine Unmenschen. Hier wird doch keiner gebissen. Na. Schmeckt schön. So. Na, nun erzählen Sie mal. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, als falscher Hauptmann nach Köpenick zu marschieren? Das weiß doch jeder Kind, dass man bei uns mit dem Militär alles machen kann. Da sind Sie also einfach hingegangen und... Lassen Sie mal, ja? Da sind Sie einfach hingegangen? Da bin ich einfach hingegangen, hab mir die Uniform angezogen, hab mir einen Befehl gegeben und habe den Befehl ausgeführt. Das war ja kein Kunststück. Denn so eine Uniform, die macht das alles fast von ganz allein. Aber das mit Köpenick, das war ein Fehler von mir. Wieso denn? Weil da kein Passamt ist. Wenn ich das bedacht hätte, wäre ich nach Teltow marschiert. Da haben die Teltow ja noch mal Glück gehabt, was? Aber dann hätten sie mal nicht so freundlich bewirtschaften können. Denn gefangen hätten sie mal nie. Das ist wirklich erstaunlich. Das Geld ist vollzählig vorhanden. Pardon, nicht vollzählig.
Hab da ein paar kleine Spesen gemacht. Abrechnung liegt bei. Ich verstehe gar nicht. Mit dem Geld hätten Sie doch weit kommen können. Ja, vielleicht so ja über die Grenze. Aber dann hätte ich nicht mehr zurück können. Und müssen wir in fremde Erde wieder haben lassen. Nee, nee. Ich will nur meinen Pass und dann will ich meine Ruhe. Aber Sie sind sich doch klar, dass Sie sich straffällig gemacht haben. Och, die paar Jährigen, die sitze ich ja auf einer Backe ab. Das bin ich gewöhnt. Und außerdem bin ich ja in der Plötze und in Sonnenburg bestens bekannt. Die werden kiekender. Schmeckt schön, das Zeug. Könnte ich mal direkt dran gewöhnen. Ja, und diese Uniform, die haben Sie? Ich meine, wo haben Sie die denn? Mein lieber Herr, ich habe nie in meinem ganzen Leben noch keinem Menschen was weggenommen. Ich habe immer nur mit der Behörde gekämpft. Holen Sie mal einen Fotografen. Wollen Sie mir einen Gefallen tun, Herr Hauptmann? Dann ziehen Sie doch die Uniform noch mal an, ja? Aber gern, wenn Sie Ihnen Freude macht. Ja. Ja? Gestatten, Herr Hauptmann? Ach nee, nicht doch, nicht doch. Es geht ja schon. So, ja. Danke. Ist es schön? Ja. Das ist ja groß. Artig. Ja. Das fährt einem in den Knochen. Was? Da steht man vor sich selber stramm, was? Ja. Oh. Danke, rühren. Meine Herren, das ist die schönste Stunde meiner 30-jährigen Dienstzeit. Herr Präsident, ich hätte Ihnen bitte. Na, was denn? Könnte ich vielleicht mal einen Spiegel haben? Los. Ich habe mal nämlich noch nie in Uniform gesehen. Nee? Nee. Nur selbstverständlich. Ja, da möchte ich mich aber vorher erst noch mal stärken. Ja, komm. Ja. Danke. Na, denn vorwärts marsch. Das ist unmöglich. Also, meine Herren, wenn um Köhlig, Bräuschen, am Bord ein Spiegel gewesen wäre, dann wäre das nie passiert. Majestät haben gelacht. Da sehen Sie, lieber Jago, was Disziplin ist. Kein Volk der Erde macht uns das nach. Die meisten wollen eine Fotografie mit Unterschrift. Das wird ein Jude sehr Chef, sage ich Ihnen. 12 Heiratsanträge, 2 mit Bild. Na, die geht. Ihr Eigentum ist Ihnen vollzählig ausgehändigt worden, Herr Vogt. Wenn Sie hier bitte unterschreiben wollen. Ein harter Hut, ein Taschenmesser, eine Nickeltaschenuhr, eine Nickeluhrkette, ein Schnupftuch, eine Kastanie gegen Rheuma, ein ledernes Portemonnaie. Bitte wenden. Eine vollständige Jade-Uniform. Wieso darf er die Uniform behalten? Die ist ein rechtmäßiges Eigentum, da hat er ja für bezahlt. Wir sind doch in Preußen, was? Ich tue sie ja nicht behalten, die hat ja ausgedient. Jetzt kommen Sie wohl ins Zeughaus, was? Nee, die habe ich Ihrem Kollegen Franz hier geschenkt. Na nur? Für ein Schreberjahr. Vor dem Hauptportteil ist ein Massenauflauf. Natürlich von der Linkspresse veranstaltet. Das kann mich mein Amt kosten. Komm vorwärts, ist der, lasst ihn vor! Der wird's dir mächtig geben! Das ist ein schwarzer Tag für die herrschende Klasse! Er kommt! Vielleicht können Sie mal noch ein paar Tage hier behalten, bis die Welt sich beruhigt. Ja, gern, lieber Vogt, aber es ist leider unmöglich. Sie sind aufgrund der kaiserlichen Begnadigungsorder sofort in Freiheit zu setzen. Befehl ist Befehl. Ja, dann. Lassen Sie mal doch hinten raus. Ich lege keinen Wert auf öffentliche Ehrung. Und das ehrt Sie. Übrigens, Dankeschön. Wie bitte? Wenn ich bei Ihnen nicht so viel von's Militär gelernt hätte.
Hier übrigens habe ich noch etwas ganz Besonderes für Sie. Ihren. Mein Pass. Ach, wissen Sie, ich glaube, der ist zu spät. Den habe ich überwartet. Und den brauche ich auch nicht mehr. Denn jetzt bin ich ja.